Ja, willkommen zurück zu Siberia 2. Wir waren hier in der Bibliothek und haben hier ein Fenster geöffnet. Und ich habe noch mal ein bisschen rumgeschaut, was wir hier machen müssen. Jedenfalls sind das hier die Monde und wir müssen mal diese Dinger bewegen in der richtigen Reihenfolge. Und da fangen wir mal hier an. Und dann war es im Uhrzeigersinn. Ah ja, da tut sich was. So, und jetzt kann man nichts mehr machen. So, und wo zeigt jetzt der Strahl hin? Müssen wir mal auf die andere Seite. Ja. Hier ist nichts zu sehen. Okay. Gut, hier war nichts. Das ist komisch. Halt, hier ist was. Genau, genau. Halt, halt, halt. Hier war was. Genau, hier sieht... Ach, hier ist das Mammut. Und hier ist das Auge. Gut. Gucken wir mal rein. Aha. Öffnet sich doch ein Regal. So, und was kann man denn hier mitnehmen? Ein Buch. Alexei Tukjanov. Reisenotizen und Zeichnungen aus dem hohen Norden Sibiriens. Oh je. Er verließ das Kloster der Stadt Romansburg, gen Norden auf der Suche nach rätselhaften Völkern. Er reiste unter Tarnung eines einfachen Trappers und die Reise bedurfte mehrerer Wochen. Und da in Romansburg keine Hunde aufzutreiben waren, hatte ich mit einigen Jokis Vorlieb genommen. Jukis, das sind die hier. Der Yuki weist sowohl Ähnlichkeit mit dem Seehund als auch mit dem Hund auf. Okay. Er lebt hauptsächlich am Flussufer. Okay. Ist er einmal gezähmt, so erweist sich der Yuki als ein anhängliches, aber kapriziöses Tier. Er widersetzt sich jeglicher ernsthaften Abrichtung und wird nur dann als Schlittenhund eingesetzt, wenn kein richtiger Hund zur Verfügung steht. Okay. Die Reise war langweilig. Erst am 21. Oktober 1947 gelang es mir, mit dem Jukul in Kontakt zu treten. Ich weilte mehrere Monate lang unter ihnen, machte mich mit ihrer Lebensweise vertraut und lernte sie dafür zu schätzen, was sie waren. Sehr schnell schon verwarf ich jegliche Bekehrungsabsicht und begnügte mich damit, ihre Sitten und Gebräuche zu studieren. Die Yuko sind eins der am wenigsten erforschten Völker des hohen Nordens. Sie leben heute in einer weit abgelegenen eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extremen klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sowohl die Forschung als auch die sowjetischen Behörden sich bisher nur wenig mit dem Yuko befasst haben. So, okay, also der war bei den Yukos.
Die Ursprünge der Yukon reichen in die letzte Eiszeit zurück. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Zivilisation, genauer gesagt in den vorgeschichtlichen Höhen der Stadt Val-d'Ilene, tief im Herzen der französischen Alpen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Globus unternommen hat. Heilige Schneeeule. Dieser Vogel wird oft als Begleiter des Yukon-Schamanen angesehen. Er scheint sowohl als sein Gehilfe als auch sein Repräsentant und sogar als seine Reinkarnation betrachtet zu werden. Aha. In den weiten Ebenen Sibiriens findet es nur von Lemmingen. Sie ernähren sich von Samen und kleinen Früchten. Seine größte Bedrohung stellt die Schneeeule dar, zu deren Lieblingsspeisen er zählt. Der Grund der langen Wanderung der Yukon liegt auf der Hand. Allem Anschein nach beruht ihre Zivilisation ausschließlich auf den Mammuts. Diese waren Reit- und Lasttiere und lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Zweifelsohne handelt es sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gebilde auswandern mussten, sind die Yukon ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Aha. Okay. Gut, ich brauche nicht alles durchlesen. Ich füge meine Notizen eine Fassung dieser Legende bei, die ich den Memoiren Marie Beandrinovs entnommen habe. Sie entspricht in jederlei Beziehung den Erzählungen der Yukon, deren Bekanntschaft zu machen mir beschieden war. Auch wenn diese Geschichte keinen Beweis für die Existenz der Insel Siberia darstellte, so bietet sie doch den Nährboden für eine äußerst verlockende Hypothese. Im Herbst scharlachroter Brombeerstrauch, Blaugras. Ist für die Heilkunst der Yukon von Bedeutung. Okay. Die Yukons haben sowas wie eine Arche gebaut. Die wurde aber irgendwie von der Strömung davongetragen und taucht alle 10 Jahre auf. Okay. Okay. Ich, Alexei Tukjanov, kann die Beobachtungen dieser kühnen Abenteurerin, es geht hier um die Forscherin Beandrinov, die unter den Yukon weilte, nur bestätigen. Die Arche, die einen zu der Insel Siberia bringen soll, gibt es tatsächlich, und auch wenn ich keine handfesten Beweise habe, so bin ich dennoch davon überzeugt, dass diese Insel wirklich existiert und dass dort noch heute ein kleiner Restbestand an Mammuts leben kann. Okay. Gut, haben wir mitgenommen, das Buch. Und jetzt gibt es nichts weiter. Gut. Und was machen wir jetzt? Wir erstmal wieder raus und schauen mal. Wo können wir jetzt hingehen? Ich muss erstmal einen kleinen Schluck Wasser trinken. Mal sehen, ob wir was
einem Rand machen können. Hans? Nee. Okay, bei dem können wir nichts machen. Dann gehen wir noch mal raus. Und dann gucke ich noch mal. Das haben wir jetzt angeschaut. Okay. Und jetzt können wir eigentlich, ach nein, ich wollte was gucken. Bei ihm auf dem Tisch steht eine alte Kerze, die können wir aber noch nicht nehmen, oder? Nee. Käse und hartes Brot. Lecker. Und hier, das können wir auch nicht nehmen. Streichholzbürste. Hier gibt es auch nicht. Der gräbt noch sein Grab hier hinten. So, hier können wir aber auch einen Schnitt nehmen. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Gut, zurück. Hier war nichts mehr. Nee. Kann man nichts mitnehmen. Ich dachte, man kann hier so ein Stück Wachs mitnehmen. Wir brauchen Wachs. Aber es geht nicht. Und hier geht noch was auf. Das muss ich nicht machen. Okay. Das muss ich nicht machen. Schade. Gut. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Da wollte ich eigentlich, ich glaube, hier wollte ich rein. Okay. Hier müssen wir irgendwie an den Schlüssel kommen, oder? Könnte hier dann so ein Schlüssel sein? Das haben wir schon mal aufgemacht. Nein, zu dem wollte ich nicht. Guten Tag, Pater. Grüß Gott, mein Kind. Pater, ich bitte... Gräme dich nicht, meine Tochter. Nein, okay. Nun, ich... Gehen Sie nun... Gut, das wollte ich eigentlich nicht. Aber hier kann man nichts mehr machen an den Dingern. Nee. Was für eine Arbeit. Nicht zu fassen. Aber das muss doch hier
Schere vielleicht auch nicht. Gut. Was für eine... Irgendwas fehlt uns hier noch, wahrscheinlich. Müssen wir mal noch weitersuchen. Mir ist so, als wäre dort der kleine Schlüssel drin. Oder irgendwas anderes. Okay, wo können wir dann noch hingehen? So viele Möglichkeiten gibt es hier eigentlich nicht. Hier ist nichts mehr. Nee, hier ist nichts da drin. Gut, hier ist aber auch nichts. Das haben wir hier schon reingemacht. Es fehlt etwas, um das jetzt... Ja, das haben wir aber nicht. Gut. Naja. Oder müssen wir nochmal ins Dorf zurück? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach nochmal schnell ins Dorf zurück. Vielleicht können wir ja hier bei diesem... Ich darf Hans nicht im Stich lassen. Ach so, wir kommen gar nicht hier weg. Ha. Na gut. Aber wir brauchen ja einen Wachs. Wo ist das? Die reden alle nicht. Nee. Gut. Dann mache ich hier erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.